Mittlerweile haben wir ja ausführlich die Frage beackert, wie es denn weitergehen könnte auf diesem Planeten. Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und wie wir langfristig die Probleme lösen können, die sich stellen werden. Wir haben unterschiedliche Experten eingeladen aus allen möglichen Bereichen, aber ein Aspekt, der fehlte bislang, weil es im Endeffekt auch nötig ist, Dinge umzusetzen, zu realisieren. Und da ist oft noch eine zusätzliche Warte ganz entscheidend, und das ist natürlich die Politik. Und unser heutiger Gast, der kennt diese Sichtweise aus dem FF. Ernst Ulrich von Weizsäcker, lange Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags. Er war sogar Vorsitzender des Ausschusses für Natur, Umwelt und Reaktorsicherheit. Und mittlerweile ist er einer der Präsidenten des Club of Rome, also dieser gemeinnützigen Vereinigung, Organisation aus Experten aller möglichen Fachbereiche. Da sind über 30 Länder konzentriert in dieser Organisation. Besteht schon ein halbes Jahrhundert nahezu. Und die haben sich eben auch auf die Fahnen geschrieben, nachhaltige Zukunft zu gestalten und darauf hinzuweisen, wie die Menschheit Probleme lösen könnte, die auf sie zukommen. Durch das Gespräch führt Harald Lesch, es ist ja sein Leib- und Magenthema, wie man hier auf unserem Kanal gut sieht. Und eines wollte ich noch anmerken: Ernst Ulrich von Weizsäcker ist in die Liste aufgenommen worden der 100 einflussreichsten Vordenker dieser Welt. Und da schlage ich vor, lassen wir die beiden mal vordenken. Ja, ich komme gerade aus dem Studio. Wir haben eine Sendung gedreht mit dem Titel Goldrausch der Tiefsee. Ja, weil nämlich da unten ja jetzt wieder angefangen, was heißt wieder, es wird angefangen, dass sogar die Tiefsee in absehbarer Zeit ausgebeutet werden soll, weil uns an allen Ecken und Enden die Rohstoffe ausgehen. Ist ja symptomatisch eigentlich. Das ist ein typisches Verhalten von uns. Wir versuchen die Limits so weit zu pushen, bis nur geht. Also von der berühmten Vorstellung, Wachstumsgrenzen sind wir ja eigentlich weiter entfernt denn je, wenn man das so sieht. Kann man so sehen, ja, Ja. richtig. In den letzten 200 Jahren sind in konstanten Euros gerechnet die Ressourcenpreise ständig runtergegangen. Oh. Normalerweise an deutschen Stammtischen denkt man immer, es wird jedes Jahr teurer. Ja. Das ge exakte Gegenteil ist der Ja. Fall. Es wird immer billiger, weil das Pumpen und Kratzen und Transportieren und Explorieren immer billiger wird Ja. und immer effizienter. Es steht immer mehr zur Verfügung. Ja. Und die Idee, dass uns die Mineralien ausgehen, ist, ich sage jetzt, leider völlig verkehrt. Der Erdmantel ist erstaunlich dick. Also selbst Öl und Gas ist da Ja. noch eine Menge. Ja. Seltene Erden, Ja. Gold, Ja. wo, was immer man Ja. will, ist massenweise da. Aber wie Ugo Bardi in einem wunderbaren Bericht an den Club of Rome geschildert hat, wird die Zerstörung pro gewonnenem Kilo immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Also das heißt, wir reden eigentlich immer vom Falschen, wenn wir von Rohstoffknappheit sprechen. Wir müssten uns überlegen, zu welchem Preis wir eigentlich die Rohstoffe aus dem Boden rausholen. Also wir müssten mal Ja. ehrlich sein mit uns. Ja. Der Club of Rome hat 1972 zum ersten Mal wirklich von Rohstoffknappheit geredet. Das war nach 20 Jahren fast ununterbrochenen steilen Wachstums der Wirtschaft. Ja. Und da fing es an, Signale zu geben, dass das Kupfer oder das Erdgas oder sogar das Eisen womöglich knapp wird. Dann war aber erst mal in den 1980er Jahren wieder Funkstille, denn in der Zwischenzeit sind die großen Bergbauunternehmen mit ihren Baggern überall hingegangen Ja. und haben neue Quellen entdeckt
Und dann plötzlich purzelten die Preise wieder runter. Und zwar tendenziell niedriger, als sie 1973 gewesen waren. Mhm. Und dann war das Thema Ressourcenknappheit erstmal weg. Ja. Mhm. Und dann kamen gegen 1998, 2000 und so mehr und mehr die Chinesen als neue Käufer auf die Weltrohstoffmärkte. Und dann stiegen die Preise. Im Falle von Indium etwa um einen um das 1000%. Und bei Lithium ähnlich, selbst bei Nickel 700% und so weiter. Und dann gab es dann wieder eine Riesenaufregung. Und die Bergbaukonzerne haben nichts anderes getan, als ihre Kapazitäten ausgeweitet. Aktien sind nach oben gegangen und so weiter. Und dann hat McKinsey Global Institute eine Publikation gemacht, dass es da eine Zeitenwende gab. Bis 2000 sind die Preise immer runtergegangen und ab jetzt gehen sie wieder immer rauf. Okay. Das war ein ganz großer Quatsch. Ich habe mit denen damals geredet und gesagt, nee, das ist historisch wieder so ein kleiner Hicks. Ja. Und dann geht es wieder runter. Ja. Und genau das haben wir heute. Mhm. Mhm. Aber das ist ja eigentlich unglaublich. Das heißt, für die ökonomischen Kreisläufe bietet es sich sicher praktisch an, immer diese Uraltmethode immer weiter und weiter zu betreiben. Ja. Denn offenbar werden die Gewinne werden immer größer. Offenbar sind die. Aber bedeutet das, dass die Kosten bei der Rohstoffgewinnung auch geringer werden? Also wir haben wirklich geringere Kosten pro irgendwelchen Einheiten, sodass die Gewinne größer werden können? Das ist unterschiedlich von verschiedenen Mineralien. Einiges wird tatsächlich etwas teurer. Ja. Und im Übrigen sind in der gegenwärtigen Situation niedriger Rohstoffpreise die Gewinne bei den Bergbauunternehmen minimal. Die jammern ganz fürchterlich. Aber wie wird denn das jetzt langfristig weitergehen? Ich meine, worüber wir jetzt bis jetzt gesprochen haben, das ist ja praktisch bar jeder ökologischen Betrachtung. Was wir anrichten in den ökologischen Kreisläufen, mit denen wir es eigentlich zu tun haben, davon wird ja gar nicht gesprochen, sondern man holt es praktisch nur raus, man hat den Rohstoff, man will ihn irgendwo haben, man transportiert ihn auch von A nach B und das war's. Wie sind denn so die Aussichten? Sie haben ja jetzt praktisch einen neuen Bericht aufgesetzt. Wie sind denn so die, was ist denn so, würden Sie sagen, es gibt einen Unterschied, einen qualitativen Unterschied zwischen dem von 1972 und dem, der jetzt veröffentlicht wird? Es gibt verschiedene Berichte, über die man da sprechen muss. Ja. Den einen habe ich soeben erwähnt, von Ugo Bardi, über die geologische Situation, wo er sagt, also das alte Jammern darüber, dass die Erdkruste nichts mehr hergibt, ist falsch. Ja, da ist genug da. Aber die ökologischen Schäden werden immer größer, ja, und zwar überproportional. Ja. Das zweite ist ein Bericht, der noch im Entstehen ist, von Anders Wickmann, dem anderen Co-Präsident mit mir, und Alan MacArthur von der Alan MacArthur Foundation und der Deutschen Poststiftung und noch ein paar anderen Mitspielern, auch McKinsey ist wieder mit dabei, über die sogenannte Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy. Und die sagen, Kreislaufwirtschaft ist technisch ohne weiteres machbar, dann brauchen wir dramatisch weniger Rohstoffe. Es ist gesund für die Umwelt und der eigentlich erfreuliche Punkt ist, es ist gut für die Beschäftigungslage. Ja. Und im Grunde ist ja immer das Arbeitsplätze-Argument der eigentliche Anstoß für noch mehr Wachstumspolitik. Ja, ja, ja. Aber hier kann man sagen, weniger Ressourcen, mehr Arbeitsplätze. Mhm, Aber wenn Sie sich anschauen, zugleich redet man in der Industrie davon, in Arbeit 4.0, wie der Einsatz von immer mehr Computertechnologie dazu führen wird, dass große, also es gibt diesen einen Artikel, der davon spricht, dass in der Bundesrepublik 47% aller Berufe davon betroffen sein können, dann sind das ja zwei völlig gegenläufige Bewegungen. Das eine ist die extreme Effizienzsteigerung hin zu immer weniger und weniger, zumindest Personalkosten. Auf der anderen Seite eine Vorstellung wie so eine Kreislaufwirtschaft. Ja. Das sind doch zwei völlig entgegengesetzte Richtungen. Und richtig. Also von Arbeit 4.0 hört man von den Gewerkschaften, von den Parteien, also praktisch das gesamte Establishment sozusagen spricht nur davon, aber von der Kreislaufwirtschaft ist ja nichts Neues, aber es scheint nicht so die Unterstützung zu kriegen, die es eigentlich haben müsste.
in der Phase, über die McKinsey sprach, ja, wo die Rohstoffpreise immer teurer wurden, mhm, da war Kreislaufwirtschaft der Bringer. Ja. Ja. Da hat der EU-Umweltkommissar, damals Janis Potocnik, das Thema Circular Economy ganz oben angehängt, mhm, und hatte seinen Kommissionspräsidenten Barroso voll auf seiner Seite. Mhm. Dann kam die neue Kommission und der neue Kommissar für Umwelt zuständig, Jaime Novella, hat das Ganze erstmal in die Schublade gesteckt. Hat gesagt, das wollen wir gar nicht. Aha. Wozu sollen wir eigentlich? Aha. Nun hat er an Umwelt sowieso nicht so viel Interesse. Also das war einfach ein qualitativer Absturz. Ja, ja. Und Juncker hatte auch kein Interesse. Und dann gab es aber Protestbewegungen, nicht zuletzt aus Deutschland. Mhm. Und jetzt hat der Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans, der ein guter Mann ist, sich die Sachen aus den verschiedenen Ressorts gekrallt und hat jetzt sozusagen Kreislaufwirtschaft 2.0 mhm, aufgelegt. Da haben wir also eine gewisse Chance, dass es wiederkommt. Sehr zur Freude der deutschen Umweltministerin, denn die war immer dafür. Mhm. Mhm. Gut, also das ist die eine Sache. Ja. Ist nicht ganz einfach natürlich, aber Sie haben vollkommen recht, mit Industrie 4.0 ist im Grunde die Bedrohung von Millionen von Arbeitsplätzen, insbesondere von Hochqualifizierten. Ja. Ja. Bei der alten Mechanisierung, da ging es um die Schlechtqualifizierten. Ja. Aber bei Industrie 4.0 geht es darum, dass die Computer qualitativ besser werden als die Menschen. Ja. Selbst wenn die Menschen sehr ausgebildete Akademiker sind. Mhm. Mhm. Und das ist eine Riesengefahr. Ja. Diese 47% ist übrigens eine Studie, die über Amerika geht. Ach, das ist über Amerika, das ist, okay. Mhm. Macht aber nichts. Ja. Das ist für uns genauso bedrohlich. Aber da sagt nun der Wirtschaftsminister Gabriel, vollkommen zutreffend, das sagt auch der BDI, sagt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, wenn wir Industrie 4.0 verschlafen, mhm, dann verlieren wir noch mehr. Mhm. Denn dann kriegen wir nicht nur den Verlust der von den Computern überflüssig gemachten Berufe, sondern dann kriegen wir nicht einmal diejenigen zusätzlichen und hochbezahlten Berufe, die das ganze Theater veranstalten. Mhm, mhm. Also, was mir ja auffällt bei all diesen ganzen Themen, ist ja, auf der einen Seite entsteht immer der Eindruck, ob das nun der Klimawandel, also Anpassungsmaßnahmen ans Klima, aber auch Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass man, dass das 2-Grad-Ziel auf jeden Fall nicht erreicht wird. Und die Energiewende, alle ökologischen Themen sind davon geprägt, dass wir eigentlich, und das Wort eigentlich hat ja im Deutschen so einen wirklich einschränkenden Charakter, dass wir eigentlich schon längst hätten viel, viel stärker anfangen müssen, was zu tun. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass die politischen Entwicklungen in einem Kontinent wie Europa, zum Beispiel unter dem Eindruck der Flüchtlingsströme, offenbar wo ganz anders hingeht. Wenn man sich mal fragt, haben rechtspopulistische Parteien in Europa überhaupt irgendein Sachprogramm im Sinne von Wirtschaftspolitik, Klimapolitik, Energiepolitik und so weiter? Das sind ja alles nur politische Strömungen, die sich durch Ausgrenzung definieren, aber nicht die praktisch eine Negativauslese, aber keine konstruktiven Ansatz. Das heißt, wenn das stimmt, wenn mein Eindruck richtig ist, dass wir praktisch überall schon längst hätten anfangen müssen, zugleich aber sehen, dass in einem europäischen Verbund die politischen Strömungen eigentlich genau das Gegenteil bewirken, da muss man ja eigentlich sehr pessimistisch sein. Also momentan steht ja nichts so, dass man sagen könnte, die Ampel ist wenigstens mal auf Orange, wenn nicht gar auf Grün. Ist mein Eindruck da richtig oder? Der Eindruck ist 100% richtig. Die gegenwärtigen anti-europäischen, anti-Flüchtlings, anti-Politik, anti-Merkel gerichteten Strömungen sind in meiner diagnostischen Wahrnehmung in erster Linie von Dummheit geleitet, mhm, von Ängsten und Dummheit. Ja. Und es ist im Wesentlichen eine Gruppe von Neinsagern. Daraus leite ich nun allerdings ironischerweise eine Hoffnung ab. Als die Nazis in den 1920er Jahren anfingen zu brüllen und das ganze Volk verrückt zu machen und Rechtsradikalismus hoffähig zu machen und so weiter, da hatten die eine Positivvision. Das war nicht eine Gruppe der Neinsager,
sondern eine Gruppe der falschen Ja-Sager. Mhm. Und das kann Mehrheiten kriegen. Ja. Die Nein-Sager können fast per Definition keine Mehrheiten kriegen. Ja. Mhm. Die wissen gar nicht, wie Straßenbau geht. Ja. Ja. Die wissen gar nicht, wie Universitäten verwaltet werden müssen. Die wissen gar nicht, wie Konkurrenz mit China aussieht. Mhm. Die wissen nur, wir sind gegen diese Flüchtlingsströme. Ja. 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 Und damit kann man geil Politik machen. Ja. Ja. Ja, ja, aber wenn Sie denn mal anfangen, sich in dieser Art und Weise ja auch europäisch zu verbreiten, dann wird natürlich zum Beispiel eine Mehrheitsfindung in einem europäischen Verbund, in der Europäischen Union, wird dann immer schwieriger, bis hin dazu, dass natürlich irgendwann auch Kommissare auftauchen in der EU-Kommission, die ganz, ganz andere Ziele haben, als irgendwie dem nachzugehen. Haben Sie denn den Eindruck, dass auch so eine anti-intellektuellen Bewegung einhergeht? Denn sowohl beim Klimawandel, der ja nun also kein ernstzunehmender Mensch dieser Welt kann bezweifeln, dass wir mitten im Klimawandel drin sind und dass er natürlich anthropogenen Ursprung hat. Bei der Energiewende genauso. Wir haben ja Sachthemen, die man völlig unideologisch behandeln muss. Da ist es ja völlig egal, ob jemand der Linken, Rechten oder irgendeinem Teil des politischen Spektrums, hier geht es um reine Sachfragen, dass aber in dem politischen Verhältnis, nicht nur in dem politischen Verhältnis, sondern in dem politischen System, in dem wir stecken, immer und immer und immer wieder Interessen vor Inhalte gehen. Ja, die Demokratie ist im Grunde so gemeint, dass Interessen im Vordergrund stehen. Ja. Aber da komme ich wieder mit dem Vorhergesagten, wenn das Interesse im Wesentlichen durch das Wort Nein gekennzeichnet ist, können die nicht regieren. Ja. Und deswegen habe ich keine größere Sorge, dass die Staaten Europas und die Europäische Union handlungsunfähig werden, weil diese Knallköpfe es gar nicht schaffen würden, ein Substitut für den amtierenden Wirtschaftsminister herzustellen. Ja, die wissen gar nicht, wie das geht. Ja, ja. Und natürlich können die auch einiges dazulernen. Zum Beispiel Herr Lucke, der war ja einer der Gründer von der AfD, der ist viel zu gescheit, um diese Art von Dummheiten zu machen. Aber den haben sie herausgekegelt. Und sie wollen sich sozusagen nicht regierungsfähig machen, sondern sie wollen protestieren. Ja, das kommt alles aus dem Bauch. Ja, ja. Und deswegen habe ich persönlich bei allem Abscheu keine ernsthafte Sorge, dass dieses mehrheitsfähig wird, oder auch nur so starke Minderheiten, dass damit die Mehrheit handlungsunfähig wird. Trotzdem ist es wichtig, dass man genau dieses Problem auch in der Öffentlichkeit artikuliert. Liebe Leute, wir respektieren ja eure Angst, die ihr habt, wenn da plötzlich Menschen, die nur Arabisch können und kein Wort Deutsch, in unseren Turnhallen übernachten und so, dann kriegen die Leute ja Angst. Ja. Das müssen wir respektieren. Ja, ja. Aber gleichzeitig kann man von den gleichen angsthabenden Menschen verlangen, dass sie eine Einsicht darüber haben, wie in einer modernen Gesellschaft verwaltet und regiert werden. Ja, ja, da wenn, haben Sie wenn, sicher wenn recht. Sie das Klar. einfach beiseite lassen, melden Sie sich aus dem politischen Geschäft. Ja, ja, ja. Da haben Sie völlig recht, bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Nur ich befürchte halt, dass wir im Grunde genommen mit der Migrationsproblematik, die wir jetzt haben, ja nur einen ersten Tropfen vor uns haben. Wenn wir das mal so ein bisschen auf einer längeren Zeitskala sehen, wenn der Klimawandel so weitergehen wird und wir haben jetzt 1 Grad erreicht, 1 Grad Erwärmung, und wenn man mit den Klimaforschern spricht, dann sagen die, komm, mit dem Verzögerungseffekt sind wir eigentlich schon bei 1,5 Grad angekommen. Wir sollten eigentlich sofort aufhören, denn wenn wir jetzt nicht aufhören, dann können wir nie vor 2 Grad abbremsen. Dann ist ja absehbar, dass der afrikanische Kontinent sehr stark davon betroffen sein wird und wir haben zugleich ein enormes Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent. Und wer ist dem afrikanischen Kontinent näher als der europäische? Okay. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit kein Stoppen dieser Migrationsbewegung haben, sondern wir werden uns eher darauf einstellen müssen, wie schaffen wir entweder in Afrika ein Klima, dass die Menschen dort bleiben können, und zwar klimatisch im Sinne meteorologisch als auch ökonomisch. Und wenn das nicht funktioniert, wie gehen wir damit um
auf der einen Seite diese kurzfristigen politischen Entwicklungen, da haben Sie völlig recht, da kann man eigentlich noch ganz beruhigt sein. Wobei ich ein bisschen beunruhigt bin deswegen, weil eine Anwesenheit einer solchen Partei im Parlament ändert natürlich die Mehrheitsverhältnisse. Das heißt, es wird immer häufiger dazu kommen, das haben wir, sehen wir ja jetzt schon, dass praktisch große Koalitionen der Standardfall werden. Und dann passiert unter Umständen eigentlich viel zu wenig, weil es auch keine ordentliche Opposition gibt, die in der Lage wäre, die Regierung noch entsprechend herauszufordern. Oder aber die beiden Parteien wären so bräsig, dass sie halt vor sich hin regieren und sich das zuschachern. Aber das andere ist diese lange Zeitskala von, sagen wir mal, 10 Legislaturperioden. Sagen wir mal sowas wie 40 Jahren. Und ich würde denken, dass unsere Betrachtung über die Zukunft, genau wie damals in den 70er Jahren, als der Club of Rome seine Grenzen des Wachstums veröffentlicht hat, das war ja auch ein Blick in die Weite der Zukunft. Hat ja gar nicht direkt jetzt darauf abgezielt, unmittelbar was zu machen, aber zu sehen, okay, wenn wir so weitermachen, dann wird das und das passieren.